Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Jedi Survivor. Wir gehen jetzt mal den Weg hier nach oben. Eigentlich wollten wir erst dem Gerücht folgen, bevor wir den richtigen Weg nehmen. Aber aus Versehen wurde es dann doch der richtige. Und ich sehe eh gerade, dass man sich da oben drüber schwingen kann. Das heißt, das könnte richtungsmäßig ganz gut hingehen. Enden wir besser nicht wie der hier. Sag mal, was da noch so gibt. Springen. Sind wir ja ultra brutal, ey. Also den darf ich scannen, ne? Wie heißen die? Mugu. So, da unten geht's rüber. Das wissen wir aber auch und sehen wir auch. Noch eine Datendisk. Okay, hier ist eine Datendisk. Hier geht's irgendwie auch nochmal weiter hoch und auch weiter runter und weiter rüber. Und bleiben wir in Bewegung. Schaut irgendwie optional aus. Wenn du mich fragst. Dieses Terminal wird warten müssen. Finde ich aber, durfte das Tun nicht mehr angezeigt werden. Keine Liftplattform hier. Ich glaube, wir können hier noch nicht wirklich was machen. Ersten Kisten hoch sind, kann natürlich sein, dass hier irgendwann mal weitergeht. Irgendwas anderes. Kann ich mir gut vorstellen. Die jetzt. Schnauf nicht so, wenn du irgendwo runterfällst. Ah, neues Stimpack. Sehr gut, da wollen wir eh früh Stimms einige haben. Genau, weil dann ist man einfach für jeden Kampf besser gerüstet. Das ist eine der Kammern aus der Zeit der Hohen Republik. Was meinst du, Kumpel? Machen wir einen kleinen Umweg? Meint so. Ah, das schaut wieder nach so einem Rätsel-Dungeon aus. Die gab es im ersten Teil, ich erinnere mich. Da habe ich jetzt tatsächlich auch Bock drauf. Willkommen, Jedi. Centauri Cree.
Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. So, hier können wir nämlich schon mal hin. Ein Echo. Santari Cree hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein. Und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Okay. Das ist hier Kammer der Vernunft. Da gibt es 8 Sachen. 5 Datenbank, Schatz, Essenz, Tue. Agieren, okay. Macht es da? Aufzug hierher. Da ist der 2. Datenbankeintrag. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. So, fahr, wo ich den hin hinbosen will. Bin mir jetzt in den Aufzugsschacht gefallen. Scheint so. Da darf ich dich so werfen, dass du mir nicht in den Aufzug. Verarscht mich schon wieder. Merkt ihr das? Mann, oh Mann, ey. Warte mal, war. Mann, dieses Spiel, ey. Ich meine, da hoch komme ich auch schon, ne? Weiß noch kein Mensch, was mir das bringt. Schau mal, wo es hier oben hingeht. Okay. Akasse. So, wollen wir das jetzt mal.
Uhr. Alter, ich sag's euch. Jetzt aber. Jetzt der Aufzug unten, jetzt muss ich es gar nicht mehr auslassen. Irgendwie kaputt. Da will ich da nicht. Doch, den kann ich da rausziehen. Nein. Boah. Da ist noch mal ein Echo. Eine Sackgasse? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. So, dich kann ich jetzt da drüben reindotzen. Hier so ein Ding ist. Okay. Neuen Geschicklichkeitsbonus erhalten. Das ist der Ausgang. Da wollen wir uns wieder hier rüberstellen. Den will ich wieder klauen. Setze ich wieder da ein. Damit komme ich hier rüber. Hier ist ein nächstes Echo. Mein Padawan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Gute Leistung. So, was haben wir jetzt? Fehlt noch eine Truhe und ein Schatz. Sonst haben wir eh alles. Sieht alt aus. Sie sollte sich das vielleicht mal ansehen. Sieht nur noch die Truhe. Gott weiß, wo die ist. So wären wir hier auch hochgekommen sogar.
wartet mal. Will ich da oben rein. Ich brauche hier nochmal eine Kugel. Die kann ich mir bestimmt von drüben holen. Dann kann ich die da oben reinwerfen. Mit ein bisschen Geduld komme ich schon immer drauf. Oder ich kann dich doch bestimmt hier raus. Rippa. Noch viel lieber wäre es mir, wenn du jetzt nicht da plötzlich runterfällst dabei, okay? Wirksamkeitsaufsatz. Jetzt haben wir hier alles, ne? 8 von 8 Sammelobjekten. War ein bisschen zu tief, okay. Wir gehen mal hinten rum. Whatever. Schöne Musik hier drin auch. Hey, nicht an Höhe gewinnt von dem Seil. Cool. Dass wir das geschafft haben. War halt der erste, der muss noch relativ leicht gewesen sein. Das schon wieder. Irgendwann kommen wieder diese blöden Kugeln, die mir mein Hirn zum Schmelzen bringen. So, wir wollen wieder zurück zum Meditationspunkt, damit wir schnell reisen können. Kämpfen wieder gegen die. Machen wir eine Pause. So, da können wir uns eben Boosts angucken. Boni heißen sie. Geschicklichkeit. Wie viel haben wir? 2 von 3 sind. Gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Lichtschwertwürfe verursachen mehr Schaden. Haben wir eh noch nicht. Die Blockanzeige wird erhöht. Machen wir jetzt erstmal. Genau. Fähigkeitspunkt haben wir auch wieder 2. Können wir bei Lichtschwert ein bisschen gucken. Mal X nach einem normalen Angriff ausführen. Alles klar, schon kopiert. So, zur Waldanlage wollen wir reisen. Also bisher ist vom Aufbau her, es hieß alles so viel größer und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Bisher fühlt sich noch, Gott sei Dank, ganz angenehm an. Ah, da komme ich nicht durch. So wie Kashyyyk oder sowas im Moment.
Ich glaube, dass da sonst nichts ist. Sie wohl mehr darüber weiß? Egal, gesammelt ist er. Kein Strom. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission aufgegeben. Enttäuschen wir sie nicht. Hey, also eigentlich... Sollte ich geradeaus oder? Ich meine, hier rechts wäre auch was, aber da kommen wir wieder nicht durch. Hier sehe ich auch gar keinen Weg. Nee, da geht's nicht weiter. Also ich dachte mir, dass da nicht weitergeht. Weil er ja eindeutig Story-Zeug erzählt hat. Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Okay, da haben wir jetzt eine Abkürzung. Sie geht nicht auf. Das schaut aus wie aus Monster Hunter. Okay, das tat weh. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen ihr später. Ah, diese Federn. Okay, ihr seid schon tot. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite von der Tür. Waldanlage. Uff, da gibt's zu viele Sachen des 10%. Das ist 100%. Hier hat einen mächtigen Appetit. Das 10%. Mein Gott, was rede ich denn? 100% nicht unser Ziel sein wäre, denn. Wie geht von hier nicht auf? Ich kann nicht allen weglaufen. Ich brauche Hilfe. Sehr schön. War klar, dass es wieder so ein Viech ist, oder? So eine Technologie habe ich noch nie gesehen. Und ich habe auf Bracca viele Maschinen zerlegt. So, können wir hier hoch. Da ist eine Kiste. Wir haben diese Technologie schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Ha.
Genau wie sie es kann. Okay, jetzt können wir nämlich in die andere Richtung. Komm schon, Kumpel. Davon würden sich die Viecher nämlich fernhalten. Da kommen wir niemals lebend durch. Abkürzung freigeschalten. Ja, da könnte man wieder zurück. Und da hinten ist der Weiterweg, weil hier... Okay, geht's so in die Richtung weiter. Aber wie es weitergeht, schauen wir uns im nächsten Part an von Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.